Uhr morgens in Manguinhos, einem Stadtteil im Norden von Rio de Janeiro. Seit 2011 organisiert die staatliche Familienklinik hier eine Straßensprechstunde. Ihr Hauptklientel: Crack-Konsumentinnen und Konsumenten. Ihre Helfer: Ärzte oder Sozialassistentinnen wie Carla Lima. Quando a clínica da família inaugurou, não tinha o propósito de atender usuários de crack, não. Mas era uma necessidade do território, porque tinha muito usuário. Crack ist eine Droge, die aus Kokainsalz und Natron hergestellt wird und wirkt extrem schnell, in ca. 8 bis 10 Sekunden. Geraucht wird Crack in Pfeifen aus Glas oder selbstgebauten Utensilien wie Blechdosen oder den Aluminiumdeckeln von Wasserbechern. Die Epidemie hat sich ausgebreitet und es sind bereits mehr als 2 Millionen Erkrankte in Brasilien. As campanhas de prevenção do Brasil são muito furadas, né? Acho que esse é grande problema, né? A prevenção no Brasil trata o usuário de droga como se ele fosse zumbi, uma caveira, alguém que fosse morrer amanhã. E na verdade não é assim que acontece, né? Doch wie wird man dieser Wirklichkeit besser gerecht? O objetivo não é que o cara pare de usar com abstinência, embora seja uma proposta dos CARES. Mas a gente trabalha mesmo na perspectiva da pessoa. Embora ela faça o uso recreativo, ela consegue administrar as outras coisas da vida dela. Acho que o maior desafio é a rede de abrigamento, de outros serviços. Eu acho que a saúde, em alguns momentos, ela se sente muito sozinha. Die Wohn- und Schlafplätze auf den Straßen von Manguinhos sind prekär. Manchmal füllen Zeltplanen und Bretterverschläge die Gehwege eines ganzen Straßenzugs ein. Wer nicht hier lebt, nennt diese Orte abschätzig Krakolandia und meint ihre Bewohnerinnen. Die Straßensprechstunde sucht sie gezielt auf. Die am häufigsten behandelten Krankheiten bei den Crack-Konsumenten sind Hautausschlag, Lungenentzündung, Syphilis und Tuberkulose. Auch die Betreuung von Schwangeren steht bei der Straßensprechstunde fast täglich auf dem Programm. Crack-Konsum schädigt das Wachstum der Föten nicht. So ist die Geburt eines Kindes für werdende Mütter und Väter mitunter eine Chance, ihr Leben neu zu ordnen und von der Straße zu kommen. A gente usa da gestação e tal para tentar fazer uma sensibilização maior com ela. Quando nasce, a família é localizada, né? Aí se a família se disponibilizar a ficar, a cuidar, se responsabiliza, a maternidade libera para a família. Mas assim, nem sempre isso acontece. Sempre. Em alguns casos, vai realmente para a vara da infância e vai para a adoção. Für heute endet die Straßensprechstunde in Rio de Janeiro. Morgen früh haben Clara Lima und ihre Kollegen Dienst im Krankenhaus. Dann wird ein anderes Team in den weißen Bus steigen und zur Sprechstunde ausrücken. A gente tem uma média de 16 cenas assim. Então, assim, a gente tenta fazer duas por dia.
É uma área grande, né, que faz 1 milhão de habitantes.